Der Spielplatz in der Sonderschule Wiegerhof zu Rorschach ist wie jeder andere. Und genau da ist das Problem. Viele Kinder mit Beeinträchtigung haben gar nichts davon. Darum will die Heilpädagogische Schule einen barrierefreien Spielplatz für alle und sammelt Geld auf lokalhelden.ch. Der Pausenplatz ist ein wichtiger Teil davon, dass man sich gut erholen kann vor den Schulstunden, vor den Therapien. Und ein grosses Ziel ist, dass die Pause entspannend wirkt. Und darum ist es uns sehr wichtig, dass die Kinder sich wohlfühlen können, auch von außen, nicht nur im Schulhaus innen. Und das ist ein Teil des Projekts, wo wir probiert haben, möglichst viele Elemente reinzubringen, dass das uns gelingt. Finanziert wird HPV zum grossen Teil zwar vom Kanton. Für besondere Projekte sind sie aber auf Spenden angewiesen. Von den 340'000 Franken Gesamtkosten will die Schule 80'000 Franken über lokalhelden.ch sammeln. Ein bisschen mehr als ein Zettel von dem ist bis jetzt schon zusammengekommen. Das Außergewöhnliche am Projekt, bei der Planung helfe dort die Kinder mit. Ja, die Schüler waren von Anfang an drin in diesem Projekt. Sie konnten mitschwätzen und wünschen, wo sie vielleicht eine Rutschbahn wünschen, wo sie noch einen Platz brauchen, wenn es regnet, wo es trocken ist. Da haben wir nämlich viel zu wenig hier bei uns. Und jetzt in der Umsetzung helfen sie uns beim Flyer verteilen, sie helfen uns Werbung zu machen und sie können sehen, dass ihr Engagement auch etwas bewirkt und das ist unbezahlbar. Mit gut 70'000 Franken mehr wird der barrierefreie Spielplatz hingegen bezahlbar. Und da eröffnet den Kindern ganz neue Möglichkeiten. Das heisst jetzt nicht, dass man mit dem Rollstuhl auf die Rutschbahn gehen kann, aber zumindest, dass man zu dem Häuschen hinkommt, dass man zuschauen kann. Es hat aber auch ganz viele Elemente, die man eben genau mit dem Rollstuhl brauchen kann, wie zum Beispiel ein spezielles Karussell, wo man mit dem Rollstuhl drauf sitzen kann und dann sich drehen kann oder dass man aufs Bodentrampolin drauf fahren kann und dort dann auch mit einem Begleiter oder Begleiterin drauf hüpfen kann. Das ist aber noch nicht alles, was die Kinder erwartet. Ein Ticketschalter im Hafengebäude innen, ein Sprechrohr, der unter einem Bächli durchgeht und noch vieles mehr ist geplant. Wenn du das Projekt Hafenstadt von der Sonderschule Wiegerhof unterstützen willst, kannst du jetzt auf lokalhelden.ch spenden.